Wir stellen heute einen Aufsatz aus dem Jahr 1958 auf den Prüfstand. Der Autor der Studie ist Kurt Sontheimer, der später zur Crème de la Crème der deutschen Politologen gehörte. 1958 war er noch ein junger Mann, Assistent in Freiburg. Das Thema der Studie lautet Thomas Mann als politischer Schriftsteller. Wir befragen dazu Hermann Grammel, den früheren Chefredakteur der Vierteljahrshefte. Herr Grammel, ich freue mich, dass Sie mit uns sprechen. Worum geht es in Sontheimers Aufsatz? Kurt Sontheimer untersucht das Verhältnis Thomas Manns zur Politik. War dieser Autor einer der größten deutschen Schriftsteller der letzten Jahrhunderte politisch unbedarft? War er unpolitisch, wie oft gesagt wird? Er selbst hat ja sein drittes Pamphlet zu der politischen Situation des wilhelminischen Deutschland Betrachtungen eines Unpolitischen genannt. Und Joachim Fest hat noch Anfang der 90er Jahre ihn als unwissenden Magier bezeichnet. Sontheimer hingegen weist durch eine genaue Analyse sowohl des literarischen Werks wie der politischen Schriften und Reden Thomas Manns nach dreierlei. Erstens erscheint der Autor als hochempfindlicher Seismograf der politischen Entwicklung im damaligen Europa. Zweitens war er, wie Sontheimer ausdrücklich feststellt, ein außerordentlich hellsichtiger politischer Schriftsteller, der die Gefahrenzonen des damaligen Europa sehr genau und sehr scharf erkannte, der im Übrigen auch politische Kleinwetterlagen recht gut zu beurteilen verstand. Drittens nötigte ihn eine Art Pflichtgefühl zum öffentlichen Eingreifen in die politischen Konflikte seiner Tage. Er wandelte sich vom leidenschaftlichen Verteidiger des wilhelminischen Deutschland zum ebenso leidenschaftlichen Verteidiger der Weimarer Republik und zu einem der am scharfsinnigsten argumentierenden Feinde des heraufziehenden und dann herrschenden Nationalsozialismus. Sontheimer macht dabei sehr klar, dass bei diesem Autor, bei dem von unpolitischen und wirklich keine Rede sein kann, in allen seinen Verteidigungs- und Angriffspositionen auf dem Felde der Politik immer nur ein Ziel hatte, nämlich die Verteidigung der Humanität. Das war schon in den Betrachtungen eines Unpolitischen so, die daher zu dem späteren, eher demokratischen, aber jedenfalls republikanischen Övre von Thomas Mann nicht in dem scharfen Gegensatz stehen, wie oft behauptet. Herr Grammel, seit 1958 hat sich die Quellen- und Literaturlage fundamental geändert. Die Tagebücher von Thomas Mann sind erschienen, Briefeditionen liegen in großer Zahl vor, die Forschung hat enorme Fortschritte gemacht. Ist Sontheimers Aufsatz von 1958 damit nicht heillos veraltet? Es ist wahr, Sontheimer hatte nur eine am heutigen Stand gemessen schmale Quellengrundlage zur Verfügung. Doch haben wir hier einen ganz seltenen Fall vor uns.
Diese auf hohem gedanklichem Niveau stehende Arbeit ist durch später auftauchende Quellen immer nur bestätigt worden. Der Aufsatz, kann man ungeniert sagen, ist so frisch und so richtig wie am Tag seines Erscheinens. Wer ihn heute liest, findet nicht nur einen außerordentlichen Lesegenuss, sondern auch Kenntnisse und Erkenntnisse, denen die heutige Quellenfülle so wenig anhaben konnten, wie so manche dicke Thomas Mann-Biografie der letzten Jahre. So erschließt Kurt Sontheimer im Übrigen Deutungen des geistigen und psychischen Zustands der damaligen Deutschen, die Thomas Mann oft ganz beiläufig äußerte, die aber auch dem heutigen Leser noch eine sehr große Hilfe bei den Mühen um das Verständnis unserer Vergangenheit sein können. Im Übrigen ist nirgends eine so tiefschürfende und so plausible Erklärung des Wandels zu finden, der aus dem politikfernen Bürger, der Thomas Mann 1914 war, einen verantwortlichen Staatsbürger gemacht hat, wie ihn eine demokratische Gesellschaft braucht. Herr Krammel, Sie sagen, ein nach wie vor wichtiger Aufsatz zu einer zentralen Frage mit Thesen, die noch heute anregend sind. Hat der Aufsatz von Kurt Sontheimer auch Blindstellen? Ist Kurt Sontheimer vielleicht manches entgangen? Hier dürfen wir wohl von den kleinen Ergänzungen und Aufpolsterungen absehen, wie sie selbstverständlich in Fülle von den heute bekannten Briefen und Tagebüchern geliefert werden können. Doch gibt es in der Tat eine wichtige Lücke. Kurt Sontheimer ist es zwar gelungen, die Entfremdung von seinen Landsleuten, namentlich denen in der Bundesrepublik, erhellend darzustellen, die den späten Thomas Mann trotz aller Ehrungen, die er noch erhielt, schwer belastete. Was ihm der damalige Mangel an intimen Quellen aber zu erkennen verwehrte, ist der viel dramatischere Prozess der gleichzeitigen Entfremdung Thomas Manns von Amerika. Die von den 30er Jahren und der Kriegszeit überkommene Feindschaft gegen Nationalsozialismus und Faschismus steigerte sich bei Thomas Mann zu einer Art Besessenheit, die zu Realitätsverlust führte. Schon vor dem Tod des Präsidenten Roosevelt, den er als Bundesgenossen gegen Hitler geradezu liebte, hat in dieser Realitätsverlust verleitet allenthalben in den USA faschistische Tendenzen zu erkennen. Nach dem Tod des Präsidenten im April 1945 sah er dann die USA zur Beute faschistischer Kräfte werden und die Entfremdung von Amerika entartete, kann man sagen, in Hass. Wir können heute sehen, was Kurt Sontheimer noch nicht sehen konnte. Als politischer Geist war der Thomas Mann der 50er Jahre ein einsamer Mann. Herr Krammel, herzlichen Dank. Lesen lohnt sich, oder? Das kann man wohl sagen.